Mods, oha, eine nach dem anderen bitte reinmoven, oh, und Cam immer anmachen, Jungs. Wie viele Leute sind denn hier drin? Erstmal bleiben wir einfach unmuted. So, das ist der Kollege Bachelor Baby, Laura. So, Bachelor, ich mach dir mal so einen Timer auf süß 2 Minuten. Kannst dich ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst. Okay, viel Spaß. Aber warum macht ihr nicht Kameras aus? Das ist voll komisch. Findest du nicht, Laura? Oder wie Laura? Nein, wir lassen an, Ich das die geil, so also ich bin schon mit denen ganz gewohnt. Weil Shanti streamt auch nicht deswegen. Shanti streamt gerade nicht deswegen. Ja, okay, ich verstehe. Also du heißt neue Laura, Herausforderung, ne? Ich heiße Laura, ja, genau. Ja, ich bin der Bachelor. Ich sage nicht meinen echten Namen online, weil ich finde es halt komisch. So. Ich gebe nicht so gerne private Infos. So. Ich streame, daraus mache ich so YouTube-Videos. Aber manchmal mache ich auch so Vlogs. Und das wird immer so auf TikTok geklippt, solche Sachen. Ich habe eine Klamottenmarke, das ist von meiner Brand zum Beispiel. Das gibt es nicht mehr zu verkaufen. Was steht da drauf? Your Layers Club. Ja, ist fresh, fresh. So, man macht, man das macht. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen... Was da drauf ist, so eine Mischung aus so Topmodel, aber irgendwie so ein bisschen Puff. Puff ist crazy. Auf jeden Fall, ich mache auch so Musik und so. Ich mache voll viele Sachen. Ich werde auch bald mit einem Kandidaten aus dem... What the fuck? Aus, ja, Marlon ist ein bisschen komisch. Das aus diesem mal. E-Date auch so ein Song droppen. Der ist Jasper. Ist auch ein Kollege von mir in Ach. Was macht da Drechsler? Kann er bitte retainen? Er kommt auch. Also Jasper kommt dann auch hier rein. Ja, ja. Du kennst Jasper? Nee. Ah, okay, ja. Ist ein Ach. Woher kommst du? Ich komme aus Hessen, aus Fulda. Aus Hessen, ich bin aus Düsseldorf, weißt du? Warst du schon aus Düsseldorf? Ja. Findest Düsseldorf, geil, was war denn geil? Weiß ich nicht, ist jetzt halt du so eine Stadt, eine ich Tour, weiß nicht. Du brauchst so eine Tour von mir und dann findest du es fresh, glaube ich. Ja, ja. So, auf den, ich auf den. Ich brauch vielleicht so eine Tour durch Düsseldorf, ja, gar nicht schlecht, gar keine bist schlechte du, Idee. Bist du am Reisen oder bist du eher so home? Ich liebe Reisen. Ja, ich auch, ich war in den letzten 2 Monaten, 2 Wochen zu Hause. Ich bin am 6. in Wien, so, vielleicht catch ich mal Drechsler, Läken. Spaß. Was? Ja, ja. Was machst du da? Ich wurde gebucht für eine Show, ich habe in Graz ein Konzert und dann, ich chill einfach 2 Wochen bei einem Homie und ja. Er ist ein sehr bekannter Rapper auch, also. Echt, ist Rap? Er hat so, wenn du das sagst, er hat so 400k monatlich Hörer. Das stimmt gar nicht, die pushen mich, das ist voll cringe gerade. Also, ich habe einen Song, das hat 80k Streams, das ist stabil so, aber warum diese pushen, das ist ein bisschen weird so. Also rappst du wirklich? Okay, Time is out. Ja, er hat so ein bisschen so einen Song, aber ist ganz nice. Bachelor, danke dir, Bro. Mods gerne rausmoven oder kannst gerne wieder runtergehen in den Call und den nächsten bitte reinmoven. Danke dir, Bachelor. Bro, Typ Quark. Mal so mit Wedeln. Detroit State. Jasper. Yes. Seine Arsch ist wirklich 16, ja. Nicht 19. Aber, Motherfucker, ja, Alter. Also ich hab. Was sind meine Interessen? Ich mag Hunde. Deswegen bist du auch so gut mit Julian und Marlon, ne? Die zwei. Low-key, so diese low-key französischen Bulldoggen unter mir, Digga. So, was mache ich so? Ich bin auch aktiv auf Social Media, so. I don't know, man. So, ich mache ein bisschen Streaming nebenbei. Vielleicht hast du schon mal so ein paar Clips von mir gesehen, möglicherweise, so. Ja, ich muss sagen, ich bin in dieser Streaming eigentlich gar nicht aktiv gewesen. Okay, aber jetzt irgendwie schon. ja, so... Auf den eigentlich, ich will gar nicht so viel von mir erzählen, ich bin mehr interessiert in dich, so. Also weißt du? Ja, und du, das machst du jetzt gerade alles aus der USA, ne? Aus Amerika natürlich. Ja, was? Okay, so 10 Uhr morgens, so aus den früh aus den Federn gekommen, würde ich sagen. Warum muss er immer so cappen? Also, früh aufstehe auch, weißt du, was ich meine? So. Seine Arsch von irgendwo in Deutschland, in Frankfurt. Natürlich, Hast du auch schon heute Morgen Frühstück geholt und Abwasch gemacht und Loki, ne? In den USA, so diese 20er Eierpakete immer an einem Morgen weghauen, so für die Proteins in Art und Weise. So. Also das heißt, du gehst auch bestimmt Gym, das sieht man dir auch voll an, so. Loki, ja! Für die halt so Gains, so Eiweiß und so, ist ja wichtig. Normal, so auf den. Ich bin auch tatsächlich so der. Was ist das für ein Talk? Squad, das ist kein Gym. So, auf Zahlen, Talk, also. Ich bin der Center, falls ihr das was sagt im Basketball, so auf den. Ja, aber ich finde cool, das Sport finde ich super. Also ich bin auch sehr sportlich. Das ja, cool, das passt dann sehr gut. Sie geht auch einfach ins Gym, passt. Das waren noch 2 Minuten, Jasper. Danke dir, Bruderherz. Loki, wie sind die so mal schnell verflogen? Es geht schnell, mit Laura vergeht die Zeit schnell. Danke dir mal auch. Nochmal, Chat, W's rein. Jasper hat sich extra Zeit genommen um 10 Uhr in der Früh, weil er gerade in Amerika ist, hat sich extra... Wo hättest du nicht sogar Training jetzt, Jasper, meinst du? Warum cappen die so? Ja, ich habe meinem Coach gesagt, so, important business, Coach. Weißt du, was ich meine? So, auf den Tag. Danke, Mann. Training für dich abgesagt, Laura, verstehst du das? Aber es war jetzt nicht so ein wichtiges Training, aber... Einfach so normales, so Standardtraining.
Deswegen. Das ist crazy. So. Gentlemen werden nicht mehr geehrt in unserer heutigen Gesellschaft. Nein, weil so crazy, Pflichttraining müsstest du ja dort sein, weißt du? Aber so. Ja, aber das war so extra Practice-Session, so, weil so auf den. Das ist halt schon so gut, du musst nicht zu jedem Training so kommen. So. Ja, genau. Okay, Jasper, danke dir, Bro, für die Vorstellung. Kein Ding. Okay, danke. Tschüssi. Wenn ihr sozusagen die Möglichkeit hättet, 3 Stunden mit mir zu verbringen, was zu machen, was zu unternehmen, was ihr dann mit mir machen würdet? Dürfen die alles mit dir machen, so für die, also für deren Antworten so? Ja. Also dürfen die, haben die frei, also die könnten na, machen, was sie wollen, einfach nur was okay, machen wollen. Okay, Shanti, bitte. Ja, okay, Shanti, bitte. Hä, okay, valide bro. Frage. Easy, also 3 Stunden habe ich. Okay. Also ich habe ja gehört, du willst ja gerne reisen, ich reise auch gerne. Wir können auch einfach direkt zum Flughafen. Wir können direkt zum Flughafen gehen, direkt einen Flug irgendwo random holen, da chillen. Und dann verlängern wir unsere 3 Stunden, weißt du, was ich meine so? Okay, war das deine Antwort? Ja, ne? Sag ich was, ja, ich habe nur eine Minute. Ja, ja, kurz und knackig ist okay. Paul? Und ich fliege eh bald in die Türkei. Ich würde fragen, wenn du Bock hast, können wir so zusammen in die Türkei und ich zeige dir so ein bisschen unsere Produktion. Wer euer Sohn gay, würdet ihr ihn bei der Partnersuche unterstützen? Hä, warum sollte man seine Kinder bei der Partnersuche unterstützen? Jetzt mache ich auch nicht bei meiner Tochter, dumme Frage. Fuck die Daumen. Bro, ich bin nicht dieser Zuhälter, Bro. Shanti, stell mal vor, oder wer hat die Frage gestellt? Drexler? Ich nicht. Bro, Shanti, Digga, stell mal vor, du willst eine Chaya daten und dann kommt deine Mutter und sagt, nee, du musst die und, hä, voll behindert. Nein, Bro, aber ihr redet nicht so mit euren Was ist das für eine dumme Frage, Bro? Was ist das für eine Idee? Oh, no joke, Laura, Digga. Fick dich, Laura, Bro. Katastrophe. Okay, ich habe schon eine Frage. So, zählt mal bitte eure Red Flag auf. Bitte, Bachelor. Also meine Red Flag, sag ich ehrlich, es ist sehr einfach bei mir zu verkacken irgendwie, weißt du? Das kann ich dir sagen, so. Du musst dir schon Mühe geben, du musst schon. Aber ich gebe es auch zurück, wenn du es verdienst, halt, aber so. Musst dir schon Mühe geben, so. Warum ist sie gemutet, aber redet? Ich check's nicht. Ja, aber warum? Nein, ich habe mich nur gemutet, weil ich habe gerade gedacht, da wollte ich nicht so reinplatzen. Also davor, nicht als du geredet hast. Aber wie verkackt man bei dir? Also, was denn jetzt so? Mach mal ein Beispiel vielleicht irgendwie. Ja, es gibt ja viele, viele Arten zu verkacken. Zum Beispiel, es gibt Girls, die sind einfach nicht so. So charakterlich into, so, so zum Beispiel, die melden sich nicht oft genug und so, da merke ich so, die geben sich nicht viel Mühe oder, keine Ahnung, es passt nicht so auf anderer Ebene, weißt du? Oder die gehen mit irgendwelchen Jungs raus oder so, so auf so, weißt du, was ich meine? Das weiß ich auch nicht. Ja, gut, das sehe ich aber so wie du. Okay. So, finde ich jetzt keine Red Flag, finde ich einfach. Okay, wir haben den Punkt verstanden, passt, danke. Okay. Paul, nächster bitte. Jasper. Ja, hi. Also ich würde sagen, meine Red Flag ist low-key so, egal wohin ich gehe und so, ich höre die ganze Zeit Push Heisty, also on repeat, Bro. Zum Beispiel so, ich gehe Beerdigung und da läuft so, Bitch, I got my own father, need security in the club. So, er ist low-key ein bisschen so crazy, aber ja, das ist mein Red Flag. Das ist wie wenn du so Miley Cyrus auf Beerdigung hören würdest. Wäre schon ein bisschen fucked up, aber so, das ist Red Flag. Krass. Und zwar würde ich gerne mal von jedem von euch euren Hintergrundbildschirm sehen, was ihr jetzt Hintergrund. Also ich habe einfach ein Bild von so Logo von meiner Brand, weil ich meine Brand feier halt so. Ah, okay. Arbeit auf die 1. Aber guck mal, das Ding ist, Laura, so, das ist schon alt, so. Wir müssen das erneuern, so, weißt du, was ich meine? So? Wir müssen ein paar Bilder so im Urlaub machen, so auf den, so, weißt du? Oder ein schönes Foto von mir. Ja, ich mach das Foto aber. Ich habe einfach so, oh mein Gott, man sieht das nicht. Ich habe so eine Pflanze. Nicht ein bisschen runter machen. Was ist das, Digga? Oh, hast du einfach so deine Hintergrundpflanze fotografiert? Ja. Nochmal kurz, Laura, zur Erklärung. Du hast jetzt mit jedem von denen nochmal ein kurzes Mini-Date. Du musst gucken, wer ein sympathisch ist einfach. Genau. Aber zuerst hast du einfach mit deinem zukünftigen so, weißt du? Auf den. So, Shanti, kannst gerne Bachelor 3 Wörter geben, die jetzt in diesem kurzen Gespräch erwähnen muss. Was? Okay, Bro, ja. warte, ganz kurz, Bro. Du kriegst jetzt 3 Wörter und mit denen musst du... Okay, lass abwechselnd machen, Dresda. Du sagst eins, ich sag eins. Okay, ich beginne. Döner. Mein Corona Slower Kopf. Ist jetzt vergessen. Was? Kopf? Was? Corinna Kopf. Okay. Und... 3 Wörter Riz. Aber? Corinna Kopf, 3 Wörter? Ja, Bro, das ist ein Wort so. Das ist ein Name, ja. Und dann Riz. Das Wort Riz. Ja, Riz ist aber free. Das ist ein einfaches Wort. No, ja, aber ja, muss ja... Kann ja, okay. Okay, du kriegst
Du kriegst 1,5 Minuten, sagen wir dafür. Okay. Kann ich euch exposen auch? Nein. Nein, du darfst ihr nicht sagen, die weiß nicht davon. Okay, so, und ab. Ja. Laura, hallo, hier ist dein zukünftiger, so low-key, so. Ich hab grad hier was. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Yo, Laura, wir sehen uns wieder so. Hier ist dein zukünftiger, so low-key, so, mit dem Riz. Aber ich wollte so fragen, was ist so dein Lieblingsessen, so? Boah, mein Lieblingsessen? Weil, guck mal, es gibt so diese Girls, die sind so ein bisschen bougie, die gehen so, keine Ahnung, so Oktopus oder Hummer oder sowas essen, so. Und dann gibt's so die, die sind mehr so Döner und so, so. Was ist dein Ding, so? Ja, Döner finde ich schon sehr gut, muss ich sagen. Ich liebe Döner. Döner liebst du? Ja, ich liebe Döner, aber jetzt... Was so mein Favorite. Willst du jetzt so einen Döner essen, so Loki, so wir tun den so in der Mitte und dann essen wir so den zusammen. Oh so. Ja, das ist ja schon so ein. Das habe ich noch nie gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Ja, müssen wir mal probieren. Wann bist du frei? So? Wann ich frei bin? Oh, ich bin immer viel beschäftigt, muss ich sagen, eigentlich. Aber ich nehme für den Döner. Mit mir musst du sein. Döner, guck mal, wir machen so Döner in Düsseldorf. Eine Minute, Bachelor. Ist ja gut? Das ist ein Düsseldorf guter Döner? In Düsseldorf ist immer so. Hier hat sogar Corinna Kopf. Döner. Du kennst doch Corinna Kopf, die hat sogar hier einen Döner gegessen. Bei Premium-Döner. Ja, die ist geil, die ist geil. Nee, und neben Döner auch noch so Sushi. Salat finde ich ultra geil, so. Ja. Ja, Sushi ballert so. Ich kenn auch diese Sushi so. Aber du musst mir so mit diesen Stäbchen so füttern, so auf Fresh. Okay. Stark, Bro, stark. War stark. Okay, danke, Bachelor. Ja. Warum war ich so am Ballen? So, Hallöle, Jasper. Jungs! Ich geb dir mal ein paar Wörter so. Erstes Wort. Extra für dich. Ich muss jetzt Wörter einbauen. Ich gebe dir 3 Wörter und die musst du jetzt in einem 1,5-minütigen Gespräch sagen. Mhm. Bis jetzt hat es jeder sehr gut gemacht, muss ich sagen. Erstes Wort für dich: Panda-Ball. Oh, bist du eine Bitch. Sag ich nicht. Gut. Panda-Ball, dann. Fortnite? Nee. Shanti, du noch ein Wort, komm. Bro, was Hackfresse, Bro. Ich glaube, ich habe die schwersten Wörter in meinem Leben. Aber du kannst auch gut spitten, muss man sagen. Deine, ja, einfach Freestyle. Was du immer in deinem Stream aus dem Nichts sagst, deswegen, für dich soll es eigentlich easy sein. Okay. Könnt gerne Laura muten, danke. So, Laura. Ja. Jasper, warum gibt es die Hosis nicht mehr? Weil du die nicht geholt hast, wann? Hi. Ich muss zugeben, ich habe eben schon ein bisschen im Stream geloonst. So, ich hab gehört, 2023 war ein schönes Jahr für dich. Mhm. Ja. Aber bisher war jedes Jahr schön, muss ich sagen. Mhm. Ehrlich? Immer sehr optimistisch. Ja. Hat's noch nie so ein Down oder so? Panda bei Fortnite? Nee, ich lass mich nicht so schnell von irgendwas Hackfresse. Ich sehe immer, ich krieg was Neues und. Das ist wirklich, also das, ich bin das ist nur... auch eigentlich so mit mir selber zufrieden und deswegen kann wichtig ich aber. Gute Eigenschaft. Ja. Bro, der muss schneller. Jetzt, um vielleicht irgendwie ein bisschen über die Zukunft mehr zu sprechen als die Vergangenheit, so. Willst du irgendwann mal so ins Ausland oder so vielleicht? Ins Ausland, ja. Also, hä, das ist schon ein Mute Safe. Ich will komplett weggehen wegen meiner Familie. Check ich. Und ja. Aber ein Gang, der soll gekickt werden, wenn er die Wörter nicht benutzt. Noch kein Wort gesagt. Sonst ergibt das gar keinen Sinn. Weil. So, bei mir ist das so, ich will auch irgendwie nicht. Stell dir mal vor, der sagt einfach so ganz am Ende so: Panda bei Fortnite, Hackfresse. Wenn ich irgendwie so wegziehen würde, dann vielleicht so irgendwo, so, wo es wirklich krass, so vielleicht New York oder so für so 1-2 Jahre oder so. Ey, fände ich voll cool. Aber am Ende, im Endeffekt, Loki, ich bin auch eher so ein Mensch, der hat gerne seinen Freiraum so alleine. Bro, die lassen ihm mehr Zeit, was ist das für eine Scheiße? Bist du so eher so ein WG-Typ? Also meinst du jetzt alleine oder mit Partner? So, mit Partner ist cool, so, weil den kennst du ja gut, gesagt. Aber wenn du irgendwie mit so einem random, irgend so einer Hackfresse so reingewürfelt wirst, der so Panda-Ball kauft, irgendwie ein bisschen random, ne? Okay, so. 2 gesagt, ist gerade. Ja, der so, hat einen so, vergessen. Egal, okay, egal, so okay. Fortnite-Typen, weißt du, stell dir vor, Drexler wäre mein Mitbewohner. Auf einmal kommt der da so an, in Unterwäsche steht der. Ich lass gelten, Chat, ich lass gelten. Er hatte wirklich die schwierigsten Wörter, ich lass gelten. Ich lass gelten. Nein, der lässt gelten wegen 800 Zuschauer, nicht wegen schwierigen Wörtern, Digga. Ich brauche auf jeden Fall absolut meine Zeit für mich, ich bin auch sehr viel alleine. Ey, dieses Korruptsein bei E-Dates muss gestoppt werden. Lass kurz Jasper drin. Und Laura kurz, Mods kurz Laura Dingsen. Tschüss.
Du warst ein bisschen drüber, aber du hast am letzten Ding, du hast so einen Aufbau gemacht und dann am Ende alle drei Wörter gesagt, deswegen, du bist ein bisschen drüber. Ja, sehr ehrlich. Aber du hattest die schwierigsten Wörter, deswegen lass dich durch. Bruder, sag mal, was die anderen hatten, sag mal. Die hatten so. Der eine dachte, ich hasse Hunde, Bro. Und sie liebt Hunde. Valid, Digga. Ja. Ich hasse Hunde, wenn die meine Eier abbeißen oder so, hätte ich gesagt. Easy, Digga, mein Gott. So, Real Talk, Digga. Der eine gibt mir Hackfresse, Fortnite und Panda bei. Die fragt mich, was ist Panda Ball? Digga, du hast mich gefickt, Bro. Digga, die denkt, neue Sportart, Digga. Ich kick einen Panda rum, Digga. Was ist das? Okay. Ja, okay. Okay. Aber du hast es trotzdem geschafft, deswegen. Ja. Easy. Danke. Mods geht nichts rein. Okay. Ich bin ganz Ohr. Wie alt bist du wirklich? Ich? 19. Du kannst googeln sogar, glaube ich. Steht bei Google auch. Jörg. Okay, aber warum hat soll ich jetzt so diesen Prank Bros oder Monte Lügentester rausholen? Nee. Aber er wird mich nicht elektroschocken. Laura, was wäre jetzt so schlimm? Oder glaubst du, er ist jetzt 14 oder was? Nee, aber von hat jemand 16 gesagt. Ich weiß nicht wieso. Das hat mich irgendwie so. Ja, wer hat 16 gesagt? Irgend so ein komischer. Ernst? Ja. Oh no. Die wollen mich immer fallen sehen bei diesen E-Dates. So. Das ist low-key ein bisschen. Die wollen sich immer fallen sehen, weißt du? Ja, so, nicht aber cool, ja. Ich check schon, Findest du nicht, Jasper sieht aus wie 19 oder was? Ich finde, Jasper sieht nicht unbedingt aus wie 19, der könnte 19 sein, der kann aber auch 16 sein. Also ich sehe schon ein bisschen älter aus als so Reason FN oder so Radial oder so auf den. egal. Er ist 16. Ich bin 19 16. auf jeden Fall, dass wir das 16 geworden haben. Sogar. Okay. Anhand davon, Laura, bitte ich dich, eine Person rauszuworten und dann wird's lustig. Wie alt war Laura eigentlich? 18. Ah, ich bin 20. Und Paul? Ich bin 18. Ah, okay. Ja, Laura, wenn ich schlafen nach drüber. Warte mal, Schatti, wir haben vergessen. Wo ist Kahn.de? Oh, wo ist Kahn.de? Wo ist Kahn? Wir lieben, Bro. Eine Person, komm, wir vergessen. War Kahn, aber gut. Ne? Ja, gut. Jetzt in der Zone noch. Ich muss Jasper rauswählen. Weil. IB. Stimmt, haben wir vorhin. Loki mal und fumbled jetzt, das ist crazy. Nein, aber weil er so ein cooler Typ ist, so. Aber er hat nichts draus gemacht, weil er meint, er will die wahre Liebe noch später wieder festhalten. Was so war das dann für Lügner. Eine Dame? Nee, nicht sagen, welche Dame das war. Diese Lügen hier sind crazy. War das Sophia? Nicht sagen, welche Dame es war, so. Okay. Es war jetzt nicht schlimm. Aber weißt du, was ich die ganze Zeit schon sagen wollte? Irgendwie erinnert mich ein bisschen an Alex. Mit der Brille so. Also würdest du Alex auch ins Finale lassen so? Ja, ich mag Alex. Okay. War der Arme. Dabei war der Arme. Okay, so meine Damen und Herren. Jetzt haben wir das Finale, wo entschieden wird, wer die junge Dame Laura für sich bekommt. War das gerade Deutsch? Weiß nicht. Laura, gehst du mit dem Gewinner so auf Ernst, so auf so ein Date, so fest? Laura, würdest du ernsthaft? Okay. Mit dem Gewinner, wenn er dich so jetzt, er slidet so in deine DMs und fragt, hey, ich würde zu dir nach wo auch immer kommen oder lass so treffen, würdest du mit einem von dem wirklich so auf ein Date gehen? Ich alleine. Wie nicht, okay, ja, lass doch, trägst doch. Ich würde Marlon mitnehmen. Ey, geil, das. Wir nehmen einen von den Hosts als Kameramann. Also, Real Talk, ich gehe eigentlich echt nie auf Dates. Ich war auch sie hat mir erzählt so, dass sie so Dates hasst. Darf ich erzählen, was du mal gesagt hast? Ich weiß nicht, sie ist eher so wifey, sie ist nicht so wie diese anderen Girls in Deutschland, weißt du, sie ist mehr so auf diese, auf Ernst. Habe ich so das Gefühl, so zumindest. Okay. Crazy. Marlon, erzähl. Ja, sie meinte so, sie war mal so ernst, an einem Jungen so auf Ernst interessiert, und hat er sie auf ein Date eingeladen, danach hat sie sich gesagt, schon diese Bonuspunkte gehört. Wenn er das sieht, so Shoutouts an ihn, das Date hat ein bisschen reingeschissen, aber. Ey, Jungs, alles subben und folgen. Okay, weiter geht's. Noch 13 Subs, dann gehen wir auf Omnes später. Ja, Laura, was solltest du sagen? Ich hab grad gedacht, ich bin wieder muted, aber war nicht so. Nö. So, als Finale haben wir jetzt Baul und Bachelor. Und die beide haben jetzt jeweils 2 Minuten Zeit, noch einmal dein Herz zu erobern und zu beweisen, warum du eher so den bevorzugen solltest, anstatt den anderen, weißt du? Okay. Sozusagen, Paul muss jetzt beweisen und sagen so, warum du lieber ihn nehmen solltest, anstatt Bachelor als Beispiel jetzt, weißt du? Ich hab's gecheckt. Cool. Dafür muten wir Bachelor aber auch. Hä? Ich dachte, ich bin doch zuerst. Hä? Wie unfair!
Okay, wir deffen ihn, wir deffen ihn. Er darf einfach nichts reden, so, weil er wird eh den Stream einfach auflocken. Ich wollte doch zuerst reden! Ich! Sauer? Was willst du sagen? Was willst du sagen? Ich sag als Erster! Willst du? Und Paul, willst du ihn? Nein. Ich gebe ihm nicht Vortritt. Okay, ich werf eine Münze, ich werf eine Münze. Meinst, ich check aber. Ich werf eine Münze. Ich bin Kopf. Okay. Hey Siri. Wirf eine Münze. Zahl. Ja, L-Mans. Zahl. Ja, warte kurz. Shoutout Gamerboy88 in deinem Chat. Er hat geschrieben, Paul ist smashy. Wollte ich nur kurz erwähnen. Ein Junge, ein grown-ass Man hat das gesagt. Und er freut sich drüber. Ah, okay. Stopp. Das ist crazy. Okay. Paul, ich gebe dir ab jetzt 2 Minuten, um zu überzeugen, noch einmal Laura von dir zu überzeugen, warum sie lieber dich nehmen sollte, anstatt Bachelor Baby. 2 Minuten ab jetzt. Money. Okay, also das mit Sophia. Hey, Teller aus Berlin, danke schön für deinen Sub, Brother. Ich würde das eher so als positiven Aspekt sehen. Dann gehen wir auf eben, weil dann so deine Freundin dann, keine Ahnung, finde mich dann auch nett, dann ist man so ein bisschen established in der Friendgroup schon, dann ist das nicht so weird direkt am Anfang so. Und ich glaube, Bachelor spielt kein Fortnite so. Und ich habe gesehen, du hast jetzt begonnen zu streamen, hast begonnen so zu Fortnite zu spielen und so. Und ja, ich spiele auch schon ein bisschen Fortnite, ein bisschen länger und ich könnte so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen teachen, ja, ein bisschen carryen, ein bisschen Duos, ein bisschen Duos run und so. Auf Lehrer ist krass. Ja, und Bachelor hat ja in seinem Song vor irgendwas gesagt, dass er ein paar Bitches hat und so. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das so bei dir ankommt, aber keine Ahnung, ich war eher so ein bisschen loyal unterwegs. Mhm. Nicht so wie Bachelor, er ist eher so, you know. Hattest du eine Freundin oder was? Ich? Hattest du eine Freundin oder was? Zu wem warst du loyal? Zu Hunt oder was? Danke, Drechler. Ja, ich glaube, das würde eher so fitten, weißt du, so du magst und ich mag Kunde, dann. Ich glaube, du hast vorher auch gesagt, mit deiner Oma bist du ziemlich close. Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja. Oh. Wie lange ging die Beziehung? Über ein Jahr. Mhm, okay. Spannend. Ja, cool. Also ich glaube, das fittet eher so. 30 Sekunden noch? Noch irgendwas? Ja, was ist das? Ich könnte auch so breaken, wenn ihr dich hört. Ja, nee, passt. Was sind deine Ziele so für 2024? Das finde ich immer ganz interessant. Meine Ziele, ich bin auf jeden Fall aktuell, erstmal will ich mein Abitur auf jeden Fall gut bestehen. Also bestehen sowieso, aber halt auch mit einem guten Abschluss dementsprechend. Und dann halt einfach weiter das machen, was ich jetzt gerade aktuell mache, einfach durchzuziehen mit Streaming auf jeden Fall, da weiter mal zu machen, auch generell ein bisschen Social Media. Mir macht das ultra viel Spaß, aber ich habe einfach viel zu wenig Zeit. Und ich will ein bisschen mehr den Fokus so darauf setzen. Und das kann ich ja vielleicht auch ein bisschen verbinden, so mit dem Reisen und so, vor allem, wenn ich dann mein Abitur habe und dann, sage ich mal, mehr Freizeit. Wie zum Beispiel mit dem Stream so ein bisschen zum Beispiel mehr. Genau. Ja, danach. Ja, gut, der Timer ist aus. Konnte man sich eh denken. Und schade, ja. Ich hätte Laura echt noch gern weiter zugehört. Ich weiß. Ja. So. Paul wird gemutet und dann Bachelor. Würde ich dir noch einmal sagen, kriegst du auch noch 2 Minuten ab jetzt. Bitte. Ja, also, Laura, auf jeden Fall. Ich fand's auf jeden Fall komisch. Ich höre mich jetzt doppelt. Warum höre ich mich doppelt? Hast du den Stream offen? Nein, von Laura, glaube ich. Nee, ich habe ihn nicht offen. Nein, ach, ich höre mich doppelt bei dir. Ich hab Timer gestoppt. Ja, bei kannst du nochmal Timer an. Ich höre mich bei Laura doppelt. Warte, sag mal, na jetzt ist glaube ich wieder gut, aber gerade eben war das so. Ich schwöre. Okay. Ich höre dich gut. Ja, okay, dann. Okay, ich starte von neu, nochmal von neu. Okay. Auf jeden Fall, ich wollte als Erster gehen und so über mich so sagen, Sachen sagen und so dich von mir überzeugen und nicht so wie Baul einfach den anderen so runterzuziehen. Das ist schon ein Opfer-Move, würde ich so ernst sagen so. Also kein Angriff an ihn so, aber die ganze Zeit zu sagen, ja, der hat Bitches und sowas, so, okay, wenn man seine Erfahrung hat, ist eh besser so. So, du bist eh so ein Typ, der weiß, was er macht, anstatt so irgendwie so ein Typ, der keine Ahnung hat. Ist eh langweilig, erstens. Zweitens, ich weiß nicht mal, was alles so echt ist, was er gelabert hat und was Cap, ist halt. So, ja, gut, das weiß ich auch nicht, bei euch beiden nicht. Also, auf jeden Fall, ich bin der echteste Typ, mit dem du jemals geredet hast, so. Weißt du, was ich meine? So. Und sein Arsch ist 18 Jahre alt. Was willst du, guck mal, dann vielleicht, was willst du mir noch sagen? Erzähl mir doch was über dich. So, guck mal, hör zu. Willst du bald ausziehen oder willst du weiter zu Hause Ich will ausziehen, so? Definitiv. Also ich habe jetzt vorgehabt, wenn dieses Jahr anfangen zu studieren oder nächstes Jahr, wahrscheinlich nächstes Jahr, und dann würde ich auch ausziehen. Ja, ich habe auch in Planung jetzt
umzuziehen. Ich weiß aber noch nicht wo, so Wien oder so. Wo hättest du Lust? Wien ist eine schöne Stadt. Ja, also ja, ich weiß, Wien im ersten Bezirk wollte ich ziehen und ich habe da schon so ein paar Wohnungen nachgeschaut und jetzt, wenn ich da hinfliege, werde ich mir die anschauen und so. Und von mir aus könntest du da vorbeikommen, schauen, wie das ist, so wenn wir uns verstehen. So. Und ich meine das sogar ernst. So. Guck mal, Julian hat ein Haus, Julian vermietet dir selbst eine Wohnung. Ich brauche nicht bei Julian zu wohnen, auch wenn es mein Homie ist, so, weißt du, ich mache mein eigenes Ding so. Ja, finde ich gut. Nee, also ich weiß nicht, ich glaube, nach Wien könnte ich jetzt erstmal nicht ziehen, weil... Das ist aber so eine riesen Studentenstadt, weißt du? Ich sag dir ehrlich, ich bin aber trotzdem jemand, der so spontan ist. Ich wäre so auch einfach, ich würde so einfach trotzdem mal so mitkommen. Weißt du, ich meine, so Urlaub für ein paar Tage. Ja, spannend. Das können wir auch machen. Mach Bock dir. Umziehen würde ich erstmal nicht, weil das ist mir zu weit weg. Meinem Opa geht es aktuell nicht ganz so gut und ich bin hier gerne einfach bei meiner Familie zu Hause. Deswegen wäre das sowas in der Nähe, wo ich immer... Gute Besserung an deinen Opa auch. Ah, danke schön. Nach Köln oder nach Berlin oder so, wo ich halt immer, oder das ist auch schon sehr weit weg. Aber was, also, oder wo Wien ist genau so weit weg wie Berlin. Laura, ich will dich ja nicht bei solchen Themen unterbrechen. Ja, aber der Timer ist vorbei. Ja, ist schon schade, Loki. Aber, Laura, leider musst du jetzt einen der zwei Kandidaten wählen. Ich unmute. Und ernster würde ich Laura auch einen Timer geben, so zum Wählen. Bro, du hast den Tipp, wir hören den gleichen Deutschaufsatz. Ich gebe dir einen Timer. 30 Sekunden. Ab jetzt. Ab jetzt. Bitte entscheide dich. Lass doch reden in 30 Sekunden, warum du dich für irgendwas entscheidest und so. Ja, also ich muss sagen, Money. Ich habe mich mit beiden sehr gut verstanden. Ich habe mich mit allen Teilnehmern hier sehr gut verstanden. Noch 11 Subs und dann gehen wir auf Amateur. Ich denke ja immer auch sehr realistisch. Folgt und so. Alle rein. Und wenn ich jetzt so vorstellen müsste, ich denke dann immer gleich so weit, wo, wenn ich mir jetzt so, also ich denke gleich so an Familie und so, weil ich will auf jeden Fall auch wieder Kinder haben. Wenn ich mir jetzt so vorstellen müsste, mit wem ich mir eher so vorstellen könnte, später so eine Familie zu haben, irgendwo zu wohnen und mit seinen Kindern und so. Gut, Laura, 10, 9, dann wäre es. Ich würde mich eher für Paul entscheiden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, hättest du mir verleiht, du bist mega der coole Typ. Beide, ihr seid wirklich, es war so eine close Entscheidung, glaube ich. Aber ich glaube wirklich, weil Paul irgendwie so, er kommt mir wirklich so Sam, ehrlich. Der mag sein Schiff für deinen Sub, Bro, du bist so ein guter, so ein, also du auch, aber irgendwie eher noch extremer. Noch 10 so mega Subs. Süß so. Alle Elchai, ich schwöre. Okay. Das heißt, eine finale Entscheidung Paul ist Paul. Zweite Dating-Show, die er gewonnen hat. Paul klärt die Bitches. Das ist ja, crazy. Paul, du musst uns teachen. Bachelor, aber kein böses Blut, ne? Doch. Ja. Bachelor, hast du noch ein paar so letzte Worte, die du sagen möchtest? War sehr anstrengend, diese Dating-Show, Digga. Ich war schon öfter auf E-Dates und das war mit der schlimmsten E-Date, sag ich dir ehrlich, Bro. Nächstes Mal bitte, wenn wir so called sind, das ist nicht mal Hate, das ist so konstruktiv. Wenn wir called sind, bitte diese ganzen so ADHS-Sachen wie das am Fernseher und so aus. Digga, ich war die ganze Zeit überfordert, so was überhaupt passiert. Ich wusste gar nicht die ganze Zeit, was passiert. Und nicht so viele Kandidaten, Digga, 300 Leute, das war zu viel. Ja, es war echt ein bisschen zu viel. Aber Karl Berlin hat auch gefehlt, Bro. Ja. Wenn der da, dann wäre Schneider Leute rausgeflogen. Dann wäre es besser gewesen. Aber ja, es war, am Ende war es besser, wo es so wenige war, aber waren so. Aber ich hab das E-Mail verglichen anhand von anderen. Da haben immer alle so ich hab's von den Amis und das mit diesen drei Wörtern war auch sehr fresh. Okay. Das habe ich, glaube ich, von Hamed. Ja, Hamed hat es gemacht. Habe ich es bei Hamed gesehen. Shoutouts an ihn. Danke für die Idee. Okay, Fetcher, sonst hast du noch ein paar Wörter? So abschließende. Shoutout Drexler, Shoutout Tante Shanti, Shoutout Laura. Kein Shoutout an Bau oder so. Loki. Haben wir trotzdem nach Wien? Wenn du Loki so Bau blockierst. No, that's crazy. Also Loki, ich wohne auch in Wien. Ich hab mit meinem 18-jährigen Arsch eine eigene Wohnung. Also. Warte, er wohnt ja wirklich in Wien, Baul. Ja. Ich arbeite im Ersten. Ja, wenn ich in Wien bin. Chat, wenn ich in Wien bin, dann müssen wir ihn seinen Arsch lecken, catchen, so Teichi. Ey, Chat, ich sag euch, was war das für eine L-Ende, Digga? Chat, er meinte lecken, also so in Film. Ja, so lecken. Ja, Bro, aber lecken ist eigentlich auch. Aber Arsch lecken, Loki auch?